Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Heute zum Thema: Es gibt gute Grenzen. Wokeness, LGBTQ, Klimaterror, Impfung. Alles Beispiele für Bereiche des Lebens, wo du Grenzen setzen musst. Denn es gibt gute Grenzen. Und dabei hilft dir wie immer, wenn du grenzenlos leben willst, viel. Wo du deine Grenzen findest, deine Grenzen erfährst, deine Grenzen entfernst und deine Grenzen loslässt. Ja, und jetzt fragt der eine oder andere, aber hey, wie soll das gehen? Grenzenlos leben und Grenzen setzen. Ja, das ist ganz einfach. Die Grenzen, die du in deinem Leben zulassen solltest, sind in dir gesetzt. Die Grenzen, die dein Leben bestimmen, sind ganz einfach in dir schon verankert, in dir angelegt. Und den Systemen, dem Staat, allem, was böse ist, allem, was gegen die Menschen gerichtet ist, geht es darum, diese natürlichen Grenzen auszulöschen. Klingt kompliziert? Ist ganz einfach. Denn du musst dich nicht mit den Themen Wokeness, LGBTQ, Klimalüge, Impfung und allem anderen Steuern, was der Staat dir erzählt, beschäftigen. Nein, das musst du nicht. Du bestimmst für dein Leben, nur für dich, was ist akzeptabel. Und ein Mensch, der ohne Grenzen lebt, ein Mensch, der keinen Wertehorizont hat, ein Mensch, der einfach orientierungslos sich dem hingibt, was ihm erzählt wird, der ist ein ganz armer Mensch. Der ist hilflos. Der ist orientierungslos. Der hat im Endeffekt gar keine Chance, ein Leben zu leben, was selbstbestimmt ist. Und darum geht es denjenigen, die die Menschen manipulieren, denjenigen, die die Menschen unterdrücken und denjenigen, die die Welt beherrschen wollen. Sie wollen, dass die Menschen von ihren eigenen, von ihren natürlichen Grenzen abgekoppelt, entkoppelt, entfernt werden. Und dann kann man den Menschen jede Scheiße erzählen, alles. Dann kann man den Menschen nationalsozialistische Ideologien als Mehrwert bieten. Dann kann man Faschismus einführen. Dann kann man Kommunismus den Menschen in die Köpfe hauen. Dann kann man alle möglichen schwachsinnigen Dinge den Menschen erzählen, weil sie von sich selber entkoppelt sind. Und darum geht es bei Grenzenlos Leben. Finde die Verbindung mit dir selber. Finde deine Grenzen. Und die Grenzen, die in dir angelegt sind, die sind gut. Die sind das Beste, was dir vom Setup als Mensch mitgegeben wurde. Denn in jedem Menschen sind grundsätzlich erstmal die positiven Grenzen angelegt. Und in Religionen, in der christlichen Religion, in anderen Religionen ist das mit 10 Geboten umrissen worden. Und das, was in den 10 Geboten genannt wird, ist mit dem Naturrecht des Menschen in Einklang, ist mit dem, was den Menschen ausmacht, im Einklang. Und damit kann jeder leben. Und wenn man das verstanden hat, und das versteht jeder, auch Menschen, die nicht besonders schlau, nicht besonders intelligent, nicht besonders gebildet sind, jeder versteht diese 10 Grundregeln. Und wenn man das verstanden hat, dann ist man erstmal schon mal ein Stück weit bei sich selber, bei sich selbst angekommen. Und dann geht es darum, in dem, was du bist, in dem, was dein Menschsein ausmacht, grenzenlos zu leben. Und das geht nur dadurch, dass du dein Menschsein, deine Individualität, deine Eigenschaften, deine Zufriedenheit, dein Glück beschützt.
Und dafür ist grenzenloses Leben da. Dass du sagst, was wollen die mir erzählen? LGBTQ? Frauen mit Frauen, Männer mit Männern, jeder mit jedem. Jeder kann permanent heute entscheiden, Männlein, morgen Weiblein. Als Männlein Radrennen gewinnen, wie gerade am Wochenende in den USA. Als Männlein, das sich als Weiblein fühlt, in die Umkleiden der Weiblein rein und Weiblein dann doch wieder als Männlein vergewaltigen. Ja Leute, da braucht man doch gar kein Raketenforscher für sein, um sich klarzumachen, dass das krank ist. Das ist eine Grenze, die du findest, die erfährst du durch die Propaganda der woken Lügenpresse, die entfernst du, indem du sagst, krank, geht nicht. Und dann lässt du das los. Da diskutierst du gar nicht drüber. Das ist gar keine Auseinandersetzung wert. Es ist so krank, dass man nicht darüber sprechen muss. Weg! Hat nichts mit Leben zu tun, hat nichts mit Menschsein zu tun, hat nichts mit Naturrecht zu tun, hat nichts mit Angebundenheit zu tun. Ist einfach nur Müll. Weg! Weg damit! Weg mit dem Schrott! Raus aus deinem Leben. Das ist dann grenzenloses Leben. Und dann geh nicht in eine Falle, die dir die Terroristen, die Staat heißen, die Terroristen, die diese Ideologien vertreten, in den Kopf nageln wollen. Toleranz. Toleranz ist das schlimmste Gift in diesen zerfallenden Staatssystem. Weil Toleranz wird bemüht, das, was gerade en vogue, das, was gerade angesagt ist, und sei es noch so krank, sei es noch so bescheuert, sei es noch so abartig, sei es noch so pervers, den Menschen als akzeptabel zu vermitteln. Den Menschen zu vermitteln, ja, dass man tolerant sein muss, dass man abweichende Meinungen akzeptieren muss. Nein, Leute! Meinungsfreiheit hat nichts mit Toleranz zu tun in dem Punkt. Meinungsfreiheit heißt, du kannst eine Meinung zu allem haben. Freedom of speech. Du kannst alles sagen, sei es noch so bescheuert. Aber du kannst es nicht mit dem Anspruch sagen, dass es die Regel für andere ist. Es kann für dich die Regel sein. Du kannst es aufstellen. Aber du kannst nicht das, was gegen die Natur gerichtet ist, als den Standard setzen. Du kannst sagen, ja, von mir aus, LGBTQ ist ein Lebensmodell. Mögen die Menschen so leben? Ich habe da kein Problem mit. Überhaupt keins. Die können sich was, wo auch immer, wie auch immer reinstecken. Herfahren. Das Problem fängt da an, wo das als Standard gesetzt wird, wo das in Schulen gebracht wird, wo das Kindern beigebracht wird, die in der Entwicklung sind. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Kinder brauchen diesen ganzen Müll nicht. Kinder brauchen auch Schule nicht. Schule ist das größte Verbrechen an Kindern. Das muss man ja auch nur verstehen. Auch dazu gibt es Videos hier auf dem Kanal. Aber Toleranz ist das Gift, was als Standard mittlerweile in dem noch größeren Gift, was Demokratie, von mir Demokratur genannt, den Menschen eingeprügelt wird. Denn Demokratie hat auch nichts mit Menschen zu tun. Demokratie ist die koordinierte Heranführung des Stimmviehs an seine eigene Urne. Mehr nicht. Demokratie ist scheiße. Um es mal ganz klar zu sagen, weil nicht dem Naturrecht entsprechend und gegen die Menschen gerichtet. Aber das hat man alles vergessen. Denn man kann den Menschen ja jeden Blödsinn erzählen. Das nennt sich dann neuerdings Wokeness. Man ist woke, man ist aufgewacht, das klingt ja so gut. Nichts ist gut daran. Überprüf doch einfach mal, was die woke sind, an Bereicherung für dein Leben bringen. Also, finde die Grenze, die Woken, guck sie dir an, erfahr sie.
Setz dich mit ihnen auseinander. Nicht zu lange. Das macht krank im Kopf. Aber erfahr sie. Dann entferne den Wolkenmüll aus deinem Leben und dann lass es los. Und dann wird nie wieder darüber diskutiert. LGBTQ, kein Diskussionspunkt. Mit mir braucht das keiner diskutieren. Du kannst schwul sein, aber ich find's scheiße. Punkt. Ende Gelände. Du kannst lesbisch sein, okay. Dein Ding, aber ich find's scheiße. Du kannst trans sein, was es objektiv für mich nicht gibt, aber kannst du? Dein Ding, aber es ist scheiße. Aber es ist nicht möglich, dass du trans bist, wenn du noch nicht 18 bist. Dann sind deine Eltern verantwortlich. Punkt. Wir diskutieren da gar nicht drüber. Da sind wir wieder beim Thema Toleranz. Scheiß Toleranz. Toleranz ist das Gift, was zum Beispiel Menschen vergiftet oder die Vergiftung von Menschen ermöglicht, die sich mit 14 entscheiden, das Geschlecht zu wechseln. 97% dieser Menschen bedauern es, wenn sie das 20. Lebensjahr überschritten haben. Hä? Das sind Fakten. Das sind keine wirren Behauptungen. Das heißt, wen muss ich schützen? Die Kinder muss ich schützen vor den Idioten, die den Kindern solche Scheiße erzählen. Und das ist mit jedem Thema so. Du musst Grenzen setzen. Boah, das stinkt hier heute wieder nach CO2. Fürchterlich. Fürchterlich. Die 0,x% CO2 in der Atmosphäre machen mich schon wieder ganz kirre. Nicht die Chemtrails, die heute den ganzen Himmel zugesprüht haben. Das CO2. Das CO2 ist es. Nur Menschen, die keine Grenzen setzen, nur Menschen, die nicht grenzenlos leben, kannst du den Klimamüll erzählen. Wenn du 5 Gramm Resthirn hast, hast du verstanden, dass das absolute, ja, kriminelle Leuteverarschung ist, um die Interessen von Mächtigen, von Mr. Global, von den ganzen Arschlöchern, die diese Welt zerstören, zu rechtfertigen, zu legitimieren. Aber was machen die Menschen, speziell in Deutschland? Die glauben den Scheiß. Nicht alle, das weiß ich auch, aber viel zu viele. Und warum? Weil sie tolerant sind, weil sie sich jeden Scheiß erzählen lassen, weil sie an Demokratie glauben. Demokratie ist scheiße. Ich wiederhole es so oft, bis es jeder verstanden hat. Autonome Selbstverwaltung der Menschen ist der einzige Weg, der Menschen glücklich und zufrieden machen kann. Deswegen wird es doch bekämpft. Deswegen hat man die Naturvölker ausgerottet. Deswegen hat man das faschistische System, das sich Staat nennt, fast flächendeckend weltweit etabliert, um die Menschen von sich selber zu entfernen. Nicht schwierig. Und dann kann man diesen vollverblödeten, geleiteten oder verleiteten Menschen alles erzählen. Auch die Klimalügen. Kein Problem. Und weil die Menschen so blöd sind, weil sie keine Grenzen setzen und weil sie nicht grenzenlos leben, kann man sie dann auch in Milliarden spritzen. Mit was auch immer. Die Menschen, die sich spritzen lassen, die sind auch tolerant. Die verlangen dann von der Gemeinschaft, dass die Gemeinschaft sich für ihre Probleme interessiert, die sie sich selber herbeigeführt haben.
Ist logisch, ne? Da sind wir beim Video von gestern. Wie scheiße ist Gemeinschaft? Wie scheiße ist Sozial? Wie scheiße ist Gruppe? Ganz besonders scheiße. Und da schließt sich wieder der Kreis. Demokratie. Nicht Eigenverantwortung. Nicht Selbstverantwortung. Nicht bei dir selber ankommen. Im Außen suchen. Fällt dir was auf? Tja. Die sich den haben machen lassen, den kannst du morgen auch Scheiße füttern. Jetzt sagst du, hä? Wie soll das denn gehen? Das macht doch keiner. Doch. Doch. Die letzten 3 Jahre haben mich felsenfest davon überzeugt, dass es geht. Du kannst den Leuten Scheiße füttern. Jetzt sagst du, nein, Klaus, jetzt gehst du zu weit, aus dem einfachen Grunde, weil die regen sich ja auch über Insekten auf. Ja, die regen sich über Insekten auf, aber kaufen tun sich das zu euch trotzdem. Und außerdem, das mit den Insekten, das ist ja nur eine Sommersprosse. Das ist ein Versuch, ein Testballon für Scheiße oder was auch immer. Denn du brauchst nur MK-Ultra wieder anschmeißen. Du brauchst nur die Massenmanipulation wieder hochfahren. Und schon wirst du sehen, Scheiße wird salonfähig. Für die, die keine Grenzen haben. Deswegen bau deine Grenzen. Die einfachsten Grenzen findest du in den 10 Geboten. Lies sie dir durch und leb danach. Und dann bist du unbesiegbar. Weil dann lebst du grenzenlos. Dann lebst du in den Grenzen, in deiner kleinen Wagenburg, in deinem kleinen Bereich, der für dich gilt. Deswegen steht hier auch Protect this house. Mein Zaun ist meine Grenze. Das nennt man in den USA Castle Doctrine. Das heißt, jenseits des Zaunes auf meiner Seite darf ich jeden, der reinkommt, fröhlich erschießen. Wenn ich ihn nicht hier haben will. Grenzen setzen. Und das hat man den Menschen in vielen Ländern komplett abgewöhnt. Hier noch nicht. Hier gibt es noch Waffen, Gott sei Dank. Hier wird noch geschossen, Gott sei Dank. Und hier passen diejenigen, die Grenzen überschreiten, Grenzen verletzen, andere verletzen, Gott sei Dank, noch auf, dass ihnen das nicht widerfährt. Und das schafft Frieden. Grenzen schaffen Frieden. Grenzen, die das Individuum sich setzt. Grenzen, die das Individuum für sich selber vereinbart. Grenzen, die seit Jahrtausenden gelten und die zutiefst im Menschen integriert und eingepflanzt sind, die aber zerstört wurden durch Indoktrination, Toleranz und Ideologie. Und deswegen lebe grenzenlos. Finde deine Grenzen, erfahre sie, entferne sie und lass sie los. Alles, was vom Staat kommt, alles, was von Sekten und Kirchen kommt, alles das raus aus deinem Leben. Und dann werde glücklich. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.